Die Industrie- und Handelskammer Magdeburg unterstützt nicht nur ansässige Unternehmen, sondern auch die zukünftigen Fachkräfte. Hochmotivierte Auszubildende sind für die mittelständischen Unternehmen ein wesentlicher Bestandteil der Firmenzukunft. Damit die Lehrlinge weiterhin motiviert bleiben, fand am 23. Oktober in Kooperation mit der ersten Magdeburger Redenacht ein Motivationstraining für angehende Fachkräfte statt. In dem zweistündigen Workshop sollten die Azubis lernen, wie sie das Beste aus sich herausholen können. Mit seiner offenen Art unterhielt sich der Motivationstrainer Dennis Grund mit den zahlreichen Azubis. Dennis Grund war einst über 16 Jahre im Friseurhandwerk tätig. Grund ist aber nicht nur Motivationscoach, sondern auch Comedian. Mit seinem Programm ist er seit 2015 auf diversen Stand-up-Comedy-Bühnen in ganz Deutschland unterwegs. Durch seine lockere Art und sein lockeres Auftreten können sich die Azubis mit ihm identifizieren und dadurch auch offen mit ihm reden. Ich bin keine wertende Instanz, ich bin keiner aus der Kammer, ich bin keiner aus der Innung, ich bin keine IHK, ich bin kein Lehrer, ich bin kein Chef, ich bin gefühlt die Schweiz. Ich bin sehr neutral und dementsprechend kann man mit mir auch nochmal vielleicht auf einer ganz anderen Sprachebene reden, als das vielleicht Leute sind, die irgendwie seit 30 Jahren in einer höheren Position sitzen. Da hat man eine ganz andere Respektschiene und da denke ich, glaube ich, kann ich mit den Leuten nochmal ein bisschen offener sprechen. Dennis Grund zeigte seinen persönlichen Weg auf und reflektiert das, was ihm wirklich in der Ausbildung geholfen hat. Er legt den Daumen in die Wunde und macht deutlich, wie wichtig es ist, auf Details zu achten. Er beschreibt, wie er sich selbst Highlights setzt, sich weiterbildet und wie er sich immer wieder neuen Herausforderungen stellt. Am Ende des Workshops gab es gemeinsam mit Dennis Grund und den zahlreichen anwesenden Azubis einen Erfahrungsaustausch in großer Runde. Die Auszubildenden bekamen bei der ersten Motivationsveranstaltung der IHK Magdeburg viel Input für ihre persönliche, berufliche Zukunft. Na, dass man sowas erfährt, wie, was man da nachmachen kann. Oder wie man sich selbst motivieren kann. Ja. So habe ich mir das auch vorgestellt. Ich fand es auch sehr gut. Ja. Auch, dass welche Weiterbildung ich auch machen könnte oder welche Spezialisierung es auch in meinem Betrieb gibt, die ich auch machen könnte. Wo man sich Hilfe holen kann und wo man nachfragen kann. Und das gibt einem mit auf den Weg und das ist ja für die Zukunft immer wichtig.